Kinder sollten erfahren, wer das Geräusch macht. Und ich will nicht ständig ihre Fragen beim Heimatbaum beantworten. Ah, die Sarentu. Gut. Ich bin nicht feige, aber nachts schallen seltsame Geräusche von den Hügeln. Eine Lappalie in unserer Lage, Die Kinder sehen das anders. Jedes Mal, wenn ich zum Heimatbaum zurückkehre, sagen sie, du weißt immer, was los ist, Letau. Was ist das für ein Geräusch? Ihre Neugier ist so entzückend und ermüdend. Was denkst du, was es ist? Vermutlich jemand mit zu viel Freizeit? Die Kinder glauben, es könnten Himmelsmenschen in den Hügeln sein. Aber Nil Njan lässt niemanden nachsehen. Seine Lektion über Gefahren war so streng und lang, dass mein Gähnen fast unseren Heimatbaum entwurzelt hätte. Du wirkst nicht wie eine, die Gefahren scheut. Nil Njans Leben ist öde. Er würde Gefahren nicht mal erkennen, wenn sie sein Abendessen auffressen würden. Aber er ist ein Ältester. Wenn ein Ältester spricht, gehorchen wir. Wenn ich den Kindern erzähle, was ich gefunden habe, verrate ich, dass ich mich ihm widersetzt habe. Doch du bist keine Aranahe. Also kannst du dafür sorgen, dass die Kinder Ruhe geben, so goldig sie auch sein mögen. Freundin, hast du ein... Moment. Etwas stimmt nicht mit der Seide. Die Kinglor verlassen unseren Heimatbaum und kehren in den Wald zurück. Doch zu viele sind noch hier. Etua fragt nicht gerne, aber ich glaube, sie braucht Hilfe. Thank you.
Danke für die Gaben. Ein RDA-Gerät. Late Dao hatte recht. Dieses Geräusch kann ich stoppen. Von wegen Topf voller Gold am Ende dieses Regenbogens. Topf voller Scheiße. Hier gibt es nur tödliche Gefahren. Und dann dieses schaurige Geräusch letzte Nacht. So etwas habe ich noch nie gehört. Ich hätte noch mehr Angst, wenn ich nicht wegen Schlafmangel dauernd so genervt wäre. Sobald sich eine Gelegenheit bietet, mache ich mich aus dem Staub. Thank you.
Du flirtest. Kai hat vorhin nach dir gesucht. Klang ziemlich wichtig. Detaillierte Stickarbeit. Zarteste Kontraste. Und geheimnisvolle Farbtöne wie der Wald um Mitternacht. Und Corano hat neu begonnen? Das Geräusch kam von einem Gerät der Himmelsmenschen. Sie sind nicht hier. Jemand hat es verloren. Keine Angst. Aha, nun. Denn ein Himmelsmenschengerät weniger ist gut. Ich sage es den Kindern. Welche geheimen Schätze die Nacht wohl verbirgt.